Hallo da draußen, servus, schön, dass du wieder zuhörst. Ich bin jetzt exakt in der richtigen Stimmung für diesen Podcast, weil ich bin total gut gelaunt und was lustig ist, weil in diesem Podcast geht es um den Tod. Ja, es ist interessant, gell? Weil der Tod ist in Wahrheit überhaupt nichts Lustiges, war es auch noch nie, oder? Schon jemals irgendwer gelacht, wann wer gestorben ist? Nein. Und hast du schon jemals gelacht, wann es exakt der Moment war, wo es wieder mal galt, etwas loszulassen, etwas sterben zu lassen? Gleichgültig, ob das jetzt eine Freundschaft ist oder ein Wunsch, ein Traum oder ob es eine Zeit, ein Lebensabschnitt in dir gewesen ist. Ah ja, Entschuldigung, habe ich nicht dazu gesagt, oder? Dass es nicht nur um den Tod geht, wo man dann praktisch sein Leben hinten lässt. Nein. Wir sprechen nicht nur von dem Tod oder ich, der irgendwann in ja, absehbarer Zeit, aber völlig undefinierbar oder platzierbar wäre, an einem bestimmten Zeitpunkt festzumachen, der Tag, an dem du stirbst, der Moment, an dem du stirbst, in dem du stirbst und in dem du deinen physischen Körper einfach da liegen lässt. Und lustig, wieder komisch, dass ich das sage, lustig, aber eins ist schon witzig. Wir tragen unser ganzes Leben lang immer wieder Schmerzen in unserem physischen Körper, gleichgültig, ob das jetzt wirklich ein physischer Schmerz ist oder ob das irgendwas ist, was dem Herz weh tut oder in deinem Hirn, weil es deine Gedanken sind, das ist gleichgültig, aber lustig ist eins, dass wenn du stirbst, dann ist das alles weg. Und lustig sage ich nur wegen dem, weil wir uns unser Leben lang damit quälen, das kann ich gar nicht anders sagen, und freilich haben wir diese Momente, wo es sehr leicht geht und wo wir uns vielleicht einmal für Monate oder manche Leute schaffen das ganze Jahre, so wirklich in einer Zeit drinnen sind, die hauptsächlich sich nach Urlaub anfühlt und nach Leichtigkeit und überhaupt nicht nach Schmerz und Anstrengung oder sonst irgendwas. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber mir ist dann oftmals aufgefallen, gerade in diesen Zeiten, wo du ach so erwachsen bist und ach so vernünftig bist, dass meistens das auch mitunter die schmerzhafteren Zeiten sind. Freilich, in denen erschaffst du ganz, ganz vieles, keine Frage. Das geht aber ohne dem auch und ohne diesem ständig vernünftig sein, auch dann erschaffst du etwas. Stellt sich für mich schon die Frage, lustig, also dieses Thema, dass der Tod ja so weit weg ist, ist ja, glaube ich, für manche Menschen oftmals direkt ein bisschen schade. Ist das jetzt ein sarkastisch, wenn ich das sage? Oder bringt dir das zum Nachdenken, wenn ich das sage? Weil es gibt so eine ganz tolle Psychologin, die leider nicht mehr unter uns ist, die ist auch schon gestorben, die Vera Birkenbiel. Und das haben ja ganz viele andere im Nachhinein dann auch gesagt, beziehungsweise ist das immer wieder präsent. Aber stell dir mal vor, du hast ein Problem. Irgendeins. Gleichgültig, ob du das als klein oder groß bezeichnen, betiteln möchtest, das ist, steht jetzt überhaupt nicht zur Debatte. Aber frag dich doch einmal, was du mit diesem Problem machen würdest, wenn du wüsstest, dass du in 3 Stunden tot bist. Oder in 2 Tagen. Was ist in deinem Leben anders? Was ist in deinem Verhalten anders, wenn du wüsstest, dass der Tod absolut greifbar bereits ist. Und das finde ich dann aber sehr interessant, weil dann auf einmal fallen bestimmte Wichtigkeiten einfach weg. Sachen, die vorher unglaublich viel Kraft und unglaublich viel Präsenz gehabt haben, die fallen dann einfach weg. Und lustig ist eines, und das ist jetzt wirklich lustig, und ich wäre schon noch drauf gekommen, warum ich dieses Wort in einer Tour verwende, und nicht das, dass ich es jetzt wirklich weiß. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Jetzt ist der Gedanke gestorben. So schnell geht das oft, oder? Nur weil was Neues reinkommt. Und genau so verhält sich das jetzt, kommt mir jetzt gerade in den Sinn,
Oftmals dann, wenn der Tod einfach schneller kommt, wie das, was du oft denken könntest oder dir vorstellen könntest oder du es in deinem Leben geplant hast. Weil dein Tod, ja, den kannst du schon planen, wenn es an deinem Selbstmord gehen würde. Und nein, über das reden wir jetzt nicht und das ist auch keine Anleitung zu irgendeinem Selbstmord oder so irgendwas, das ist doch Blödsinn. Sondern es gehört zu unserem Leben dazu und der Tod ist ja immer wieder ein Tabuthema, angeblich. Ich weiß es nicht, bei mir bestimmt es mitunter das Leben, weil halt ich mit den Toten spreche. Aber zurück jetzt nochmal zu dem, ob du das planen kannst oder nicht. Und weil ich das vorher noch gesagt habe, der Tod ist schneller da, als was du denken kannst. Da geht es nicht um diesen Tod, wieder das Leben sofort komplett hinter dir zu lassen, sondern es sterben ja Gedanken. Zack, weg sind's. Einfach nur, weil etwas Neues dazukommt und dann stirbt was. So, die Türe geht zu, die Türe geht auf. Das ist also ein System, das kennen wir mittlerweile wirklich, wirklich gut. Wir vertrauen dem einfach nur nicht, weil wir unser Leben, glaube ich, sehr stark selber liebend gerne blockieren mit lauter Planen, 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 Planen. Dabei ist das Leben so etwas Intelligentes, so unfassbar intelligent und dass es zu so urwichtigen Sachen, also jetzt nicht ur vom wienerischen Dialekt aus, sondern wirklich ur aus der Essenz, aus dem Ursprung heraus, brauchen wir weder ein Hirn, um geboren zu werden und wir brauchen auch kein Hirn, um zu sterben, sondern das Leben kreiert sich auf eine völlig andere Art und Weise. Und ich glaube, weil ich das jetzt einfach so fühle, dass das jetzt vielleicht so ein Punkt ist, der in deinem Kopf ein bisschen, Verwunderung kann man es schon nennen, aber ein bisschen, das ist wie wenn so eine Bombe geplatzt ist, eine Seifenblase, die geplatzt ist. Und wenn wir vieles aus unserem Denken manchmal streichen würden, ich glaube, dann würden sehr viele Seifenblasen platzen und zeitgleich wäre die Chance absolut geboren, um vieles Neues, unfassbar Kreatives, Geniales und was auch immer in dir entstehen zu lassen und zwar sichtbar und umsetzbar dann auch für dich. Deine Tatkraft, das bleibt da sowieso, das wissen wir ja alle. Und ja. Tja. Man spricht über den einen einzigen Tod und dabei, weißt du, wie viele tausende Tote du tagtäglich stirbst? Weißt du das überhaupt? Und jetzt gehe ich einmal weg von den ganzen Träumen, Wünsche etc. Und dieser Opferrolle, weil wir so arm sind, weil das Leben ja sowieso macht, was es machen will, so auf die Art. Und dass das nicht umzusetzen ist, was wir uns in Wahrheit für uns selber angeblich wünschen. Dabei ist es ein Gedanke im Kopf. Der Tod ist also ein unfassbar großes Gebiet. Da kann ich mir Stichwortzetteln schreiben, was ich mag. Also frage ich mich jetzt gerade, was für mich das Wichtigste dabei ist mit dem Thema des Todes. Und das möchte ich da dann vermitteln. Und das Wichtigste am Tod für mich ist wirklich das, dass es dir zeigt, immer, und zwar wirklich immer, wenn du mit dem Thema des Todes verbunden bist, dann zeigt es dir immer auf, wie wertvoll dein Leben ist. Das ist für mich die Quintessenz von dem, dass es überhaupt einen Tod gibt. Weil, wenn du dich mit der Spiritualität und mit deiner Seele beschäftigst, dann weißt du ganz genau, dass du in Wahrheit überhaupt nicht stirbst, sondern nur der physische Körper, den du jetzt gerade besitzt, der stirbt. Und das ist vielleicht dann auch mal ganz gut, weil jeder Motor geht irgendwann einmal kaputt oder hat eine Ablaufzeit. Und ich glaube, dass das sowas auch ist wie natürliche Auslese. Keine Dramatik, sondern für die meisten Menschen interessanterweise auch wirklich eine Erleichterung, wenn sie dann am Ende des Lebens sterben. Aber da reden wir jetzt von den Menschen, die ein erfülltes Leben hinter sich haben. Und Erleichterung ist es dann, weil diese Menschen, die trotzdem ein erfülltes Leben gehabt haben, meistens einfach auch viel Krankheit oder Schmerz oder Leid oder sonstiges was erlebt haben. Und
Ja, das ist halt alles massiv und intensiv in deinem Körper gelagert oder in demjenigen halt, der dann stirbt. Und jedes Mal, das glaube ich, das versteht auch jeder, wenn ich das sage, aber wenn jemand zum Beispiel stirbt in der Familie oder es stirbt in der Ortschaft oder in deinem Bekanntenkreis jemand, der zu jung ist, angeblich zum Sterben, was ja nur in unserer Bewertung liegt, für den Menschen, also für diese Seele, war es exakt der richtige Moment, weil sonst war er nicht gestorben. Und ja, da können wir dann auch drüber reden, ob das wirklich so ist, dass dieser Mensch sterben wollte, wenn ihm ein alkoholisierter Autofahrer entgegengefahren ist, in sein Auto gerammt hat und deshalb dieser eine junge Mensch zu Tode gekommen ist. Ja, das sage ich klipp und klar und ohne Umschweife, das ist das, woran ich glaube, nämlich das, dass Seelen etwas gemeinsam beschlossen haben. Als Mensch denkend und im Alltag lebend, keine Frage, braucht man nicht diskutieren, ist definitiv nicht so einfach zu handeln, wie klar und für mich definitiv das ist, dass das so ist, weil das ist nicht das, was ich glaube, sondern ja, ich glaube dran und für mich ist das ganz einfach so. Vielleicht spreche ich das auch aus, damit du dir einfach einmal Gedanken drüber machst, wie du darüber überhaupt denkst und was du dabei fühlst, damit du rausfindest, woran du glaubst und was deine Wahrheit ist. Weil im Sinne der Göttlichkeit und der Vollkommenheit haben wir so viele Möglichkeiten, uns zu erleben und uns auszuleben und haben so viel geboten, was wir brauchen, um all unsere Erfahrungen zu machen, gleichgültig wie sie die gestalten. Die große Herausforderung für mich als Medium ist ja in Wahrheit nicht mit dem Toten zu sprechen, sondern wirklich meinen Hinterbliebenen, der da ist und mit diesem Toten Gespräch haben möchte, dass ich den im Blick habe, dass ich den im Gefühl habe, dass ich da wirklich mit meiner ganzen Aufmerksamkeit nebst dem Gespräch mit dem Verstorbenen wirklich beim Hinterbliebenen bin. Und das bringt mich wieder zu dieser Annahme, dass der Tod uns einfach ganz stark ins Leben einschmeißt. Ganz stark. Bei dem Hinterbliebenen geht es schlecht und er fühlt sich wahrscheinlich viel, viel mehr in all seiner Trauer und in seinem Schmerz, was mir sehr leid tut und was ja eigentlich blöd gelaufen, sozusagen. Aber warum, stellt sich doch anderweitig die Frage, fühlen wir da so intensiv das Leben? Brauchen wir wirklich, wir Menschen, immer wieder diese Gratwanderung und immer wieder diese Grenzerfahrung, dass wir sagen, wow, jetzt, wenn du nicht aufpasst, bist du aber über der Klippe drüber und dann bist du gefallen, dann ist es vorbei. Brauchen wir das immer, dass wir so einen Stress in unserem Herzen und in unserem Gehirn ausschütten, dass wir so einen Adrenalinschub kriegen, dass wir uns bewusst sind, wie wertvoll das Leben ist. Reicht es nicht einfach nur zu sagen, boah, ich habe eine Familie und uns geht es gut. Wir leben jeden Tag und zwar miteinander in einer körperlichen Gesundheit, ohne Schnickschnack und ohne Bimbramburium. Wir sind gesund, wir haben uns. Und wenn du keine Familie hast, warum reicht es uns nicht, dass wir sind? Und dass uns dieses Leben geschenkt wurde, und by the way, wir haben uns das alle selber ausgesucht, gell? Exakt das, was wir erleben wollen. Und dass wir das erleben dürfen, das sollte das Geschenk sein. Also es ist das Geschenk. Und sollte, das kommt nur deshalb, weil, und ich bin ja auch Mensch wie du, keine Frage. Ich frage mich selber oft, wie Banane bin ich, dass ich so wertlos dann mit manchen Stunden umgehe, manchmal mit Tagen. So dieses, gib jedem Tag einen Sinn und hin und her. Du, der Tag, der hat sowieso einen Sinn, alleine weil du da bist. So würde ich das jetzt einmal sagen. Nein, jetzt diskutieren wir nicht über wie wertvoll du bist oder wo wir da vielleicht ein bisschen einen Haken haben oder das haben wir ja, glaube ich, alle. Ich meine, das ist ja was, das ist menschlich,
Und ich glaube auch, dass das alles zu dieser Seelenerfahrung ganz einfach dazugehört. Dass wir herausfinden, wie groß und wie leuchtend und wie strahlend und wie wertvoll wir sind. Aber gehen wir doch wirklich zurück, nochmal, weil es geht um den Tod. Es geht gar nicht so sehr um das, was du in dir drinnen so entfalten willst, sondern das Leben an sich ist das Gegenteil vom Sterben. Und dieses wertvolle Geschenk des Lebens, wo man, ich denke, in Wahrheit sollten wir das nicht von der Früh bis auf die Nacht zelebrieren, sondern die ganze Zeit. Und dieses Wort von zelebrieren, haben halt wir ganz, also ich halt jetzt auch in meinem Kopf, dann hat das was mit Feiern zu tun. Und ich sehe ein Feuerwerk und ich sehe ausschließlich geniales Essen und vollgerahmte Buffets und das Beste vom Besten. Und ja, also das volle Programm halt. Immer on the top oder over the top. Irgendwo nicht gleichbleibend und in der Ebene. Nein. Wenn ich von dem rede, dass ich was zelebriere, dann sollte das, also zumindest in meiner Vorstellung, einen kompletten Hype auslösen. Und da frage ich mich schon, also wenn sich da wer was denkt hat dabei, derjenige, der all das Leben und den Tod natürlich dann auch erschaffen hat, wo ist für dich die Möglichkeit von Balance, auch für mich, in diesem Sterben, in diesem Tod, wo nichts ist, so angeblich, und in diesem Leben, was so strotzt vor lauter Kraft und vor lauter Lebendigkeit. Lebendigkeit, was für ein Wort. Genau, an dem kann man das schon mal festmachen, einmal ein bisschen diesen Hype. Wann fühlst du dich lebendig? Was alles brauchst du dazu, um dich lebendig zu fühlen? Bist du nur lebendig, wenn du eine Suppe löffelst, oder bist du dann lebendig, wenn du die Zunge verbrennst? Bist du dann lebendig, wenn du bei 20 Grad Durchschnittstemperatur kein zunehmender Wind oder sonst irgendwelche außergewöhnlichen Effekte erlebst? Oder bist du dann lebendig, wenn Gewitter und Regen auf dich herunterprasselt? Und wieso schafft es der Mensch meist, und ich achte sehr auf meine Worte, aber wieso schafft es der Mensch meist nicht zu akzeptieren, dass alles Leben ist? Und dass alles, und zwar wirklich alles, gleichgültig, ob das Schlafen ist oder ob das Sitzen ist, ob das Auspowern ist oder ob das Gedankenkraft ist oder intensivstes Fühlen oder Stille. Wieso schafft es der Mensch nicht, dass er in allem das Leben und die Wertigkeit darin erkennt? Warum sind wir Menschen so selten zufrieden, wenn es halt einfach so ist, wie es ist? Zufrieden zu sein mit der ganzen Magie, die uns tagtäglich geschenkt wird. Mit dieser Lebendigkeit, die in so vielen verschiedenen Facetten für uns präsent ist. Warum schaffen wir das nicht? Und ich habe wieder geachtet natürlich auf meine Worte und hinterfrage gerade kurz für mich, warum wir uns da jetzt alle in einen Topf reinschmeißen. Aber ich glaube einfach aus dem, weil ich mir erdreiste zu sagen, dass die Masse der Menschheit das nicht kann. Und ich weiß auch nicht, ob die Masse mir zuhört, also bis dato habe ich das noch nicht so erlebt, aber vielleicht sage ich es auch wegen dem, weil du dich in der Masse wiederfindest. Und vielleicht ist Zeit, aus dieser Masse auszutreten. Die Masse auf die für dich beste Weise sterben zu lassen. Also du dich darin sterben zu lassen, damit du dich selbst neu gebären kannst. Und Masse ist ja auch wieder so ein Begriff, da fällt ja so viel rein. Aber die Frage ist, was ist es, was du nicht mehr erleben willst? Und du musst nicht gleich komplett sterben dafür, sondern du darfst dich dafür entscheiden, sozusagen einen Selbstmord begehen in einem bestimmten Bereich deines Lebens, dass du sagst, ey, das ist jetzt vorbei, das will ich gar nicht mehr erleben. Ich will es nicht mehr erleben, mich mit diesen Themen zu beschäftigen, mit irgendwelchen
Ich will es nicht mehr erleben, manche Menschen um mich zu haben. Ich will es nicht mehr erleben, wie sich mein Körper quält, wenn ich die Dinge esse, die er nicht verträgt oder nicht mehr verarbeiten kann. Es gibt ja so viele verschiedene Bereiche und das meine ich damit. Wir haben diese Fähigkeit zu sterben. Und mit diesem Sterben bringt es uns so sehr ins Leben. Ich finde das in Wahrheit finde ich das wunderschön. Und ich finde es so wunderschön und für das bin ich so dankbar, dass wir dieses Geschenk des Sterbens und dieses Entschlusses, etwas sterben zu lassen, selber bei uns haben. Weil wir haben den freien Willen. Wir dürfen dann sterben und etwas in uns sterben lassen, wenn wir es für uns als gut und richtig oder wichtig oder was auch immer empfinden. Ist das nicht magisch? Ist es nicht genial, dass du dein Leben so dermaßen in der Hand hast, in deiner eigenen Hand, in deiner ganz eigenen Entscheidung? Abgesehen jetzt von all dem, was du als Seele erwählt hast zu erleben, das ist für mich ein anderer Bereich, der aber natürlich mitschwingt in diesem Leben. Und je mehr ich über all das sprich, merke, wie sehr mein Kopf fast Probleme hat, damit all das zu erfassen oder zu verstehen und wie sehr er dazu neigt, dass er sagt, jetzt lass doch diese Gedanken einfach einmal sein. Leb dein Leben dahin, mach's so, wie es alle machen, steh auf um 7, geh um 8 in die Arbeit, geh um 5 heim, tu Rosenmann, schau dann noch die Nachrichten an und leg dich ins Bett. Und weißt du was? Das ist eine wunderschöne Art und Weise, Leben. Ja, weil das gehört auch zu unserem Leben dazu, dass wir Routine haben. Und es gehört zu unserem Leben dazu, dass wir uns unserer Arbeit widmen. Und es gehört dazu, für mich aber in allererster Linie, dass wir es uns für uns so gestalten, dass wir uns darin lebendig fühlen. Und überlege mal, jeder hat diese Zeit schon mal gehabt, wo er gesagt hat, ich stirb, wenn ich da jetzt nur einen Tag hingehen muss. Ich stirb ganz einfach, wenn ich diesen Menschen Arme unter die Augen treten muss. Und du weißt, von was ich rede. Und in all diesen Sachen drücken wir exakt das aus, dass wir uns eben nicht mehr lebendig fühlen. In Wahrheit sollten wir alles daran legen, uns dauerhaft lebendig zu fühlen. Und wie kommt, also das ist doch auch, in Wahrheit ist das idiotisch, dass ich das überhaupt so sage, weil wir müssen überhaupt nichts dran legen, das, sondern wir leben ja die ganze Zeit, ich da jetzt in diesem Gespräch mit dir, wann auch immer du dir das anhörst, ich lebe doch und ich erlebe an meinem physischen Körper, wie er lebt, weil mein Kopf, den spüre ich ganz genau und ich sehe ja mit meinen Augen genau den Raum, in dem ich mich da jetzt gerade befinde. Und ich sehe ja die Bewegung von der Tonspur, die das jetzt aufnimmt. Und ich weiß ganz genau um all das, was sich um mich außen herum gerade abspielt. Also so zumindest, was in meinem Blickfeld ist oder in meinem Wissen. Wir sind doch so lebendig. Und jetzt frage ich nochmal ganz was anderes, aber ist es eigentlich wichtig, dass wir das die ganze Zeit so präsent haben, dass wir auch so lebendig sind? Schlagen wir es wieder einmal von der anderen Seite auf. Drehen wir die Medaille einfach wieder einmal um und schauen Sie es an. Ist es wirklich so wichtig, es immer zu erleben, dass du lebendig bist? Weil da wären wir jetzt umgekehrt wieder bei dem Thema, dass du allem einen Sinn geben musst. Und vorher, ein paar Minuten vorher, habe ich doch gerade gesagt, dass das nicht notwendig ist. Und es ist schon spannend, gell, weil was ist der Punkt, den du brauchst, damit du sagen kannst, du bist lebendig? Und ich glaube einfach nicht, dass es ein einziger Punkt ist. Ich glaube es einfach nicht. Weil wenn ich mich da jetzt selber erlebe, wie ich nur diesen Podcast da jetzt aufnehme und über all diese Dinge spreche, dann ist das alles schon wieder so viel. So wie ich vorher auch wieder gesagt habe, jetzt fällt es mir gerade erst wieder ein, aber ich habe doch vorher schon erwähnt,
dass es so ein überdimensional großes Thema ist, dass du sowieso gar nicht alles besprechen kannst. Na gut, dann konnte ich sagen, wir sind fertig mit diesem Podcast. Und irgendwie mag ich noch nicht. Ich mag den Podcast noch nicht sterben lassen. Weil wenn es was gibt für mich, und das fällt mir da jetzt gerade ein, wenn ich über den Tod sprich, und ich sitze jetzt gerade in meinem Praxisraum, dann sind die Toten so dermaßen lebendig. Lebendig, weil sie dir über alle möglichen Sinne so vieles vermitteln. Und es ist die ganze Zeit in dem, wo diese Seelen in Wahrheit sind, was ja wir als Tod bezeichnen, da steckt so viel Leben drinnen. So viel Leben. Da ist so viel Bewegung drinnen. Und so viel Kraft. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn das die Widerspiegelung ist, was für mich jetzt zum Beispiel Leben bedeutet, da kannst du jetzt dann selber mal nachschauen, was das für dich ist. Aber bedeutet dann zu leben, dass du immer in Bewegung bist? Dann kann ich sagen, okay, ich bin total lebendig, weil ich bin die ganze Zeit in Bewegung, weil ich mache ja ständig irgendwas. Entweder bewegt sich mein Körper oder es bewegt sich mein Geist oder es bewegen sich meine Augen oder es bewegt sich mein Magen, weil er knurrt, weil er Hunger hat. Irgendetwas in mir bewegt sich die ganze Zeit. Und zuerst habe ich das Thema von Kraft habe ich gehabt, oder? Die geistige Welt, da ist so viel Kraft drinnen. Ja, aber dann bin ich auch die ganze Zeit lebendig, komplett, total, von vorn bis hinten. Weil ich habe die ganze Zeit irgendeine Kraft in mir. Entweder habe ich die Kraft, irgendetwas auszusprechen, ich habe den Mut, etwas auszusprechen, und ich habe die Kraft in meiner Zunge, in den Muskeln, um das überhaupt physisch zu tun. Und ich habe die Kraft, meinen Mund zu halten. Das war jetzt nicht lang, ist aber auch nicht gewinnbringend, nachdem ja ich da jetzt reden soll. Aber verstehst du, dann ist ja Kraft immer da. Und ich merke wieder in meinem Kopf, und ich bin echt fasziniert von dem, und ich hoffe sehr, dass es das Gleiche mit dir selber macht, weil ich habe mich schon so viel damit beschäftigt, aber immer wieder bringt mir dieses Thema von Tod, bringt mir in ein Leben rein, und das Leben bringt mir in eine Weite und in eine Fülle gigantisch. Einfach gigantisch. Da gibt es nichts mehr anzuzweifeln. Da gibt es ja keine Debatte mehr, ob du lebst oder nicht. Natürlich lebst du lebst ja sowieso. Und es ist doch wirklich, ich habe angefangen mit dem Tod. Und wieder bringt es mich auf die ganz andere Seite davon. Und ich glaube, ganz ehrlich gesagt, ich bin in meiner Praxis, mein Geistführer ist bei mir, er inspiriert mich gerade zu dem Gedanken, also er kommt von ihm, der Gedanke. Tod ist etwas, was nur ein Beenden bezeichnet, aus. Leben ist ewig. Drei simple Worte. Leben ist ewig. Beschreibt gerade alles. Beschreibt einfach gerade alles. Schön. So, da kann ich jetzt aufhören. Zwar noch nicht mit dem Podcast, aber mit dem Thema von Tod und Leben. Weil das, was ich schon noch geschwind erwähnen möchte, geschwind, das kann sein, dass es eine halbe Stunde dauert, ich weiß noch gar nicht. Weil wenn ich mit den Toten spreche, dann ist das ist immer ganz, ganz viel. Man mag da auch nicht aufhören. Ganz viele Menschen haben sich das überhaupt nicht vorstellen können, warum man das überhaupt tut. Und ich habe es auf meiner Liste schon drum stehen, dass es einen Podcast geben wird, ich rede mit den Toten. Punkt. Wozu? Fragezeichen. Also lasse ich das jetzt, glaube ich, da einmal nicht einklingen. Und ich werde es in einen eigenen Podcast reintun. In unserer schnelllebigen Zeit. Sehr interessant, die Zeit lebt. Spannend, oder? Ist vielleicht ganz geschickt, wenn was einmal nicht eine halbe Stunde deiner Zeit in Anspruch nimmt, auch wenn es dich lebendig macht. Weil ich bin mir sicher, dass jedes Wort in dir drinnen, was du da hörst von mir, irgendwas in dir drinnen in Bewegung bringt. Und das haben wir zuerst schon gehabt, dass Bewegung etwas zu tun hat mit Leben.
Und die lade dich einfach nur ein. Sitz dich einmal hin. Sitz dich einfach einmal geschwind hin, außer du sitzt eh schon. Dann mach einmal kurz für einen Moment deine Augen zu. Und spür einmal all die Bewegung und die Kraft in dir drinnen. Und sei dir gewiss, all das ist dein Leben. Und dann achte einmal drauf. Nur die Gedanken mit geschlossenen Augen ein bisschen schweifen lassen. Wo sitzt du gerade? Was umgibt dich? In welchem Gebäude bist? Dein Büro, deine Arbeit, deine Firma, dein Zuhause oder irgendwo anders. Aber all das ist dein Leben. Und fühle mal in all dem die Bewegung. Weil entweder geht irgendwo eine Tür auf oder ein Fenster auf oder die Luft wirbelt irgendwo umher. Und dann geh noch weiter. Geh einmal zurück rein in deinen Körper. Und vielleicht spürst du es gar nicht, aber dein Blut fließt die ganze Zeit und du lebst. Du lebst, der Atem, der geht, der bewegt sich auch. Vielleicht ist Leben echt mit Bewegung. Wahnsinn, oder? Was für eine Erkenntnis. Und dann überleg einmal kurz, lass einmal, nur wenn du länger Zeit hast, dann sitzt du hier und machst exzessiv. Und beweg dich in deine Erinnerung vom Moment deiner Geburt über deine Kindheit, deine Jugend, dein Erwachsenenalter. Gleichgültig, wo du stehst jetzt gerade. Wie viele Jahre das da in diesem Abschnitt des Erwachsenenseins jetzt schon drinnen sind. Sieg doch in allem einmal die Bewegung. Sieg einmal in allem das Leben. Es gibt, das sage ich dir ganz, ganz ehrlich, und das meine ich echt ehrlich aus meinem Herzen raus, es gibt keinen einzigen Tag, es existiert kein einziger Moment deines Lebens, der ohne Leben wäre. Weil jeder Tag, jeder Moment deines Lebens ist mit Leben gefüllt. Er ist mit Leben bereits gefüllt und du wirst alle restlichen Tage deines Lebens auch mit Leben füllen. Und hören wir dort auf, wo wir angefangen haben. Mit dem Tod. Braucht es wirklich diesen einen Satz? Wenn du wüsstest, dass du morgen stirbst, dann. In Wahrheit braucht es noch nicht. Weil wir sind uns unseres Ablebens völlig bewusst. Manchmal hilft es einfach, vielleicht die Wertigkeit, die Wichtigkeit ein bisschen zu erheben. Ja, okay, ist doch fein. Und es darf doch alles so sein, wie es ist. Es darf diese Momente geben, in denen du einfach einmal eine Ruhe gibst. Und einfach fühlst, dass ein bisschen weniger Bewegung gerade da ist. Aber vielleicht rennen wir auch deshalb all diesen Hypes so dermaßen hinterher. All diesen Adrenalinkicks. Weil wir dann viel mehr Bewegung in uns fühlen. Vielleicht haben wir einfach im Laufe der Jahre oder was auch immer vergessen und verlernt, dass Bewegung auch langsam sein kann. Und dass sie trotzdem in diesem Langsamen etwas bewegt. Langsame Musik bewegt sie auch, verstehst? Wenn du langsam tanzt, dann bewegt sie sich auch. Dein Blut pumpt auch, wenn du schläfst, da bewegst dich du überhaupt nicht, aber dein Blut pumpt und bewegt sich. Stellt sich die Frage, wo ist der für die beste Punkt der Bewegung? Und wahrscheinlich brauchst du auch den wieder gar nicht suchen. Aber einfach zur Erinnerung wollte ich das jetzt noch geschwind einmal reinschmeißen. Aber du bewegst dich die ganze Zeit. Du lebst die ganze Zeit, während tausende Dinge in dir drinnen sterben. Tausende Zellen deines Körpers sterben und du kriegst das überhaupt nicht mit. Also kann Sterben kein Problem sein. Und gerade in der ganzen spirituellen Szene ist ja immer dieses Loslassen. Loslassen, loslassen. Was wir aber alles loslassen müssen. Unfassbar. Und manchmal ist es wirklich gut, das Ganze bewusst zu tun. Aber loslassen heißt nichts anderes, wie sterben lassen. Und ist es jetzt wirklich, gerade in der spirituellen Szene, ist doch interessant, dass wir uns dauerhaft immer mit dem Sterben auch beschäftigen. Sie nennen es nicht anders, wir nennen es halt loslassen. Oder ich habe es auch nochmal geändert, den auslassen.
auslassen hat halt für mich nicht gleich was von Sterben, sondern eher von, ja, mal in die langsame Bewegung reinzukommen. Aber wir können doch nicht alle, wenn nicht unseren Fokus auf dem Loslassen haben, sondern die Frage ist doch, was kommt denn nach dem Loslassen? Warum lasse ich es denn los? Ne? Die Frage ist, was kommt denn danach? Und was bezwecke ich in Wahrheit damit, wenn ich etwas loslasse? Weil da weiß ich ja in mir drinnen schon, dass was Neues schon wieder entsteht. Also kann ich auch sagen, in jedem Sterben liegt das Leben. Und ich glaube, wir sollten ums Leben, sollten wir schauen, nicht ums Sterben. Wir sollten nicht uns konzentrieren aufs Loslassen, sondern auf das, was wir gebären und was wir sehen, damit wir es dann ernten können. Weil den ganzen Trara, den machen oft wirklich wir. Wir machen da einen Haufen Bewegung rein. wo umgekehrt die Natur ganz anders tut. Gell? Die Natur lässt einfach alles sie fallen. Die Blätter von den Bäumen, die fallen halt einfach runter. Und die Bewegung zieht sich nach innen ein bisschen zurück, sonst tut er dir nichts. Und in Wahrheit stirbt sie ja nicht, sondern sie gebärt sich neu. Aber für uns schaut das halt nach Tod aus. Und wenn der Mensch stirbt, dann schaut halt das für uns auch nach dem Tod aus. Und ja, das definieren wir als Tod, das ist schon klar. Und vielleicht, weil keiner kann hundertprozentig sagen, dass das so ist. In Wirklichkeit und in Wahrheit. Weil es ist halt das, an was man glaubt und was für einen selber die Wahrheit ist. Das schon. Aber dann kann ich halt auch sagen, selbst ich stirb nicht, sondern Teile von mir sterben. Und das ist okay. Für mich schon. Weil man denkt, meine Seele geht, das geht eh weiter. Und alles im Leben ist vergänglich. Trotz allem hat alles seinen Wert. Und es ist wunderschön, wenn was Neues daherkommt. Und Bewegung haben wir da genauso überall drinnen. Weil ich bin gefühlt jetzt gerade sehr berührt. Und zwar bin ich berührt von dem Moment des Übergangs. Ich bin berührt von dem, das was geht, weil was Neues kommt, dass das eine dem anderen Platz macht. Ich bin berührt von so viel Dankbarkeit und Wertschätzung, die im Tod drinnen liegt, im Sterben. Ich bin berührt von all der Liebe, die ich da jetzt gerade in mir drinnen spüre, weil etwas geht und das andere kommt. Ich bin berührt von dieser Wertfreiheit. Tja, so schön kann Sterben sein. Ja, schöner Moment. Und es werden nicht alle Podcasts, die da oder dann noch kommen, über den Tod sein. Sei da gewiss. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß in deinem Leben. Ich wünsche dir, dass du jederzeit die Bewegung in deinem Leben erkennst und dass du spürst für dich selber, dass gleichgültig, wie du dich bewegst, wohin du dich bewegst oder ja, wie sich deine Bewegung halt einfach gestaltet. Ich wünsche dir, dass du glücklich bist damit. Und ich wünsche dir, dass du vor allem, wenn du gerade in dem Moment nicht glücklich sein kannst, dass wenn du darauf zurückblickst, im Frieden mit dir bist. Das wünsche ich dir. Na dann, viel Spaß weiterhin in deinem Leben. Servus.